ein Gesicht, das sicher vielen bekannt ist. Wolfgang Wagner von J. Weiland Net in Stuttgart, Filderstadt. In Stuttgart, bekannt als Hoster für viele. Und das Gesicht ist vor allem bekannt, weil Wolfgang zahlreiche Schulungsvideos gemacht hat, die auch auf der Weiland-Seite zu finden sind und das schon seit vielen Jahren und damit eigentlich auch einen großen Teil des Kosmos der Typo 3 Schulungen und Tutorials darstellt. Wie lange macht ihr das insgesamt? Wir haben angefangen ungefähr 2012. Ende 2012 bin ich eingestiegen bei J. Weiland Net und dann ging es los mit den Videos. Ich habe halt vorher schon Videos gemacht, auch privat und ja, seit 2012 bei J. Weiland Net, genau. Werden die als Schulungsunterlagen mehr genutzt als die Texte? Also hast du das Gefühl, ändert sich das? Wird mehr geguckt als gelesen heute? Ich glaube, das kann man gar nicht so genau sagen. Manche gucken lieber Videos, andere lesen lieber Text. Und ich versuche auch, das ein bisschen zu kombinieren. Also, dass ich sowohl eine Textanleitung als auch ein Video beides zur Verfügung stelle letztendlich. Aber ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Zahlen, wer was da mehr aufgerufen wird, aber also ich selber bin mehr so der visuelle Typ, ich schaue mir lieber Videos an, als dass ich lange Texte lese, deshalb mache ich den Kram ja auch, aber ich glaube, beides ist wichtig. Welche Themen sind besonders gefragt? Ja, Einstiegsthemen, denke ich, also wie kann ich überhaupt mit Typo 3 irgendwas machen, ja, was ist TypoScript, aber auch zu Extensions, ich schnappe mir auch ab und zu mal irgendeine interessante Extension, mache dazu ein kurzes Video, wie installiere ich die, was kann die. Ich glaube, das ist schon auch für einige interessant. Ja. Vor allem, wenn es jetzt vielleicht keine Anleitung zu der Extension gibt. Das gibt es ja tatsächlich auch ab und zu. Okay, also wer noch ein bisschen was dazulernen will, kann bei Wolfgang Wagner auf der J. Weiland.net-Seite da noch einiges zu finden. Vielen Dank, Wolfgang. Gerne, danke.